Hallo Leute, und weiter geht's mit einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge haben wir Baldur, glaube ich, endgültig getötet und es sah gut aus. Es geht los. Und ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt mit Freya weitergeht. Aber wir haben zumindest mal das zweite Auge von Mimir gefunden und sollten jetzt endlich in die Welt Jötunheim reisen können. Ich bin mal gespannt, oder vielleicht brauchen wir wieder was anderes. Schauen wir uns jetzt an, würde ich sagen. Nur zu, stelle Jötunheim ein und dann geht's los. Okay. Dann würde ich sagen, go, go, go. Lennerheim waren wir noch gar nicht. Mützelsheim waren wir schon. Jötunheim sollten wir jetzt hinkommen. Alfheim waren wir. Helheim waren wir. Svartalfheim waren wir noch nicht. Asgard waren wir auch noch nicht. Genau, Niflheim. Okay, uns fehlen eigentlich jetzt noch drei Welten, wie ich sehe. Also ich glaube, es gibt schon noch ein bisschen was zu tun. Und diese Welt reißen, Jötunheim. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Dann schauen wir doch mal. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Was offen. Wir sind fast da. Und worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm. Jötunheim höchsten Gipfel finden. Das ist jetzt auch nicht hier das Ende, oder? Ich finde ja noch so viele Welten. Viel sehen tut man hier nicht von der Welt. Hier fehlt uns auch noch was. Ein Kampf. Helheim. 2 von 5. Odins Raben. 12 von 6. Hier fehlt uns noch einiges in Elfheim. Okay. Schauen wir uns in die anderen Folgen dann aber an, würde ich sagen. Ich glaube, wir könnten das mit dem Platin schon hinbekommen. Wo ich bloß bedenken habe, mit dem blöden Raben. Ah, ihr rennt schon wieder vor. In Niflheim war ich ja auch noch nicht, da muss ich auch noch hin.
Weißer Bildschirm. Ach, jetzt, okay. Boah, schon episch. So, die Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Geschafft. Also kommt noch mal jemand und sagt, nee, das gibt noch einen höheren. Haben wir. Leg jetzt ja nicht deine Ketten. Denn nein! Leg ich deine Schwerter ab. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Junge. Nichts, dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Hallo, ist jemand hier? Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Wer ist der Wächter? Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Und Mutter. Ach, sorry, hatte ich das Mikrofon aus. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir.
trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sehr, sehr spannend. Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Den Teppich runter, da wird der vielleicht der Tod sein von Kratos. Ja. Ja, sind wir. Oh mein Gott. Was passiert hier mit Atreus dann noch? Oh, hoffentlich ist es jetzt nicht das Ende, Leute. Ich will nicht, dass das Spiel vorbei ist. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Wenden wir. Okay, ich kann auch keine Waffen ziehen. Das heißt, es bleibt ruhig, hoffe ich. Vielleicht lebt ja die Mutter noch irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht tut sie auferstehen, wenn die Asche da verstreut wird. In dem Spiel weiß man ja nie. Okay, wir sind auf dem höchsten Punkt angelangt. Oh, und hoffentlich ist das Game jetzt nicht vorbei. Boah, krass. Die ganzen Riesen. Gemeinsam. So. Wohl, Faye.
Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Einer ist noch da, das bist du selber. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Oh mein Gott. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. Ist der Bruder von Thor? So musste ich ihr Volk genannt haben. Der ist eigentlich nicht gut. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Ich glaube, das war's jetzt mit dem Spiel, Leute. Oder? Ich weiß es nicht. Abgeschlossen. Ja, das war's auch. Die Trophäe. Letzter Wunsch. Zu Tyrs Tempel zurückkehren. Wir haben noch keinen Abspann gesehen, also habe ich noch Hoffnung, dass es noch weitergeht. Okay. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn. Ist vorbei. Oh. So wie sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen? Oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein, er war ein Soldat, ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Schade. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Hm. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Emil hat's verpasst. Das erste Mal, dass er eine coole Geschichte erzählt hat. Also Leute, richtig geiles Game. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich werde aber noch nicht aufhören. Also es wird noch weitergehen. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Menschen, die wir befreien können. Deswegen. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Also richtig cooles Game, hat mir richtig Spaß gemacht und ein richtiger geiler Exklusivtitel mal wieder nur für die PS4, Leute. Und ich kann auch verstehen, warum es die ganzen hohen Wertungen bekommen hat, bis auf ein, zwei, ja, Ausnahmen, was mir nicht so gefallen hat. Also das Schlauchige war jetzt nicht so mein Ding, hat aber, hat man sich ziemlich schnell dran gewöhnt, muss ich sagen. Jungs, bin ich vielleicht froh, euch zu sehen. Ich hab die Nase voll vom Die Kamera hat ein bisschen ab und zu ein bisschen... Was war denn? Wir haben unangenehm ausgiebig Maß genommen. Nicht so toll, sag ich mal, aber groß und ganzen. Wohin sollen wir dich bringen? Kann ich diese 94er, 95er Wertung verstehen. Super Spiel. Und vor allem war es mal was anderes. Klar, man hat Kratos nochmal weitergespielt, aber die Welt fand ich richtig geil. Also nicht wieder das Griechische, sondern eher das Nordische. Das war wirklich cool. So, mit Atreus erkunden, weiter erkunden, erlegen Sie Zwergen gefallen, befreien Sie Drachen, reisen Sie nach
Muspelheim und Niflheim finden sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Walküren zu besiegen. Genau, Leute. Walküren enthüllt. Die Aufenthalte aller verdorbenen Walküren sind nun auf der Karte zu sehen. Einen habe ich schon gekillt, Leute. Da fehlen uns, glaube ich, noch 7 dann, oder? So, hier ist eine Walküre. Vorland Walküre. Genau, hier müsste auch irgendwo eine sein, oder? Hier gab es auch irgendwo so ein komisches Tor. Irgendwo hier gab es auch so ein komisches Tor. Okay, Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch an dieser Stelle einen Cut und wir schauen auf jeden Fall. Ich spiele es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid dann. Aber ist halt dann keine Hauptstory mehr. Ist halt dann nur noch so Nebenaufgaben, weil Kühen killen und so weiter. Niflheim will ich auf jeden Fall noch rein, da waren wir noch gar nicht drin. Gut, das schauen wir uns dann aber alles in der nächsten Folge an. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.